Toter Pirscher, komplexer Organismus, 100% Cat-Status, keine Lebenszeichen. Ein toter Cat-Pirscher, nach dem Tod wurde ihm ein Zahn entfernt, vermutlich als Trophäe. Ich hatte eigentlich gerade die Vermutung, dass er irgendein Organ rausgenommen hat, welches die Tarnung von den Viechern ermöglicht. Und wir erkunden hier erstmal ein bisschen. Eine Artefaktkiste. Kann ich da rein? Komme ich da rein? Nicht, dass ich mich in die Kiste setzen möchte oder so. Nee, nee, ich wollte eigentlich schauen, ob es da drin was gibt. So, die Tür da drüben. Ja, scheiß drauf, wir gehen erstmal hier lang. Oh. Anton, Darren T. Wir können nicht ungeschehen machen, was hier passiert ist. Aber wir können dafür sorgen, dass man sich an ihn erinnert. Ja, das können wir, Pathfinder. Also hatten wir mit der Befürchtung doch recht. Die Cat haben unsere Leute verschleppt. Nekropsie. Nur der Titel dieser Nachricht lässt sich eindeutig übersetzen. Der Rest ist in Cat-Schrift verfasst. Ohne weitere Sprachstudien können nur einige wenige Wörter übersetzt werden. Teilübersetzung, niedere Spezies, gewöhnlich und Entsorgung. Wenn ich mal ein bisschen rein interpretieren darf, ne? Ich schätze mal, mit niederer Spezies sind wir gemeint. Gewöhnlich, keine Ahnung, dass sie uns als gewöhnlich ansehen, als niedere Spezies, und dass sie uns entsorgen müssen. Finde ich nett. Die werden mir immer sympathischer. Alle Komponenten von Anlage 2 liegen jetzt vor. Dann gehen wir jetzt zur Forschungsstation von Anlage 2 und finden heraus, was man damit anfangen kann. Okay, das wäre interessant. Das wäre sehr interessant. Der Tease aber auch, dass wir wieder zurück müssten. Und jetzt, wo wir schon am Alienturm sind, möchte ich den hier auch fertig machen. Wir können das auf dem Rückweg machen, glaube ich. Hoffe ich. Was haben wir denn da? Abgefangene Notizen? Nur der Titel... Ja, 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 das können wir ja schon. Einige Bruchstücke. Nur aus Spaß darauf geschossen. Es könnte stundenlangen Dauerbeschuss verkraften, ohne auch nur einen Kratzer abzubekommen. Diese Beobachter haben angefangen. Aus dem Shuttle. Das Zeug ist schwerer, als es aussieht. Ohne Biotik hätte ich jetzt ernsthafte Probleme. Letztes Mal ist es mir voll auf meinen Fuß gefallen. Wieder meine Sensoren umgeworfen, um Deckung zu suchen. Diese knochigen weißen Arschlöcher sind nicht... Okay, ich schätze mal, das ist eine Nachricht von der PB. Forschungsergebnisse. Eindringlingsalarm. Dieser unbedeutende Idiot, Morgan und Krogana. Alles klar. Damit war eindeutig der Drag gemeint. Halt, stopp. Ah. Ah, okay. Alles klar. So kommt man hier raus. Ja, na schön. Na schön. Pass mal auf, da mache ich jetzt folgendermaßen. Ich werde jetzt hier mal das Spiel speichern. Hier einmal. So. Und dann würde ich sagen, zocken wir hier das nächste Mal weiter. Da erkunden wir nochmal die zwei Alien-Türme hier. Und auf dem Rückweg machen wir dann dieses komische Forschungsprojekt. Was auch immer die da erforscht haben. Ich hoffe, es bringt uns irgendwas gegen die Cat. Und was ich noch gucken wollte. Panzerung. Helm, Arme. Wir haben drei Kategorien. Initiative-Panzerung 1. Initiative-Panzerung 1 ist doch ein und dasselbe Teil. Wieso habe ich das zweimal im Besitz? Cat-Panzerung. Plus 3% Kampfkräfteschaden, plus 1% Waffenschaden. Und die Standard-Dinger, die bringen mir überhaupt nichts. Kann ich die direkt hier anlegen eigentlich? Nee. Ich kann sie zerlegen. Da, die Initiative-Panzerung 1, die können wir mal zerlegen. Kriegen wir jede Menge Klump raus. Ich meine, wozu haben wir das Zeug doppelt? Also ganz ehrlich. Na gut, da müssen wir, denke ich mal, zu Hause auf der Tempest oder bei einem Außenposten mal gucken, wie wir uns das zusammenstellen. Okay, ja. Vielen Dank erstmal fürs Zuschauen. Ich mache jetzt hier einen kleinen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Tschüss. Die Cat haben sich hier häuslich eingerichtet. Die ganze Forschung, was sie wohl rausgefunden haben. Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Mass Effect Andromeda.
In der letzten Folge sind wir dem Jack begegnet, da drinnen, und aus irgendeinem Grund stehen wir jetzt wieder draußen. Ich weiß selber nicht so ganz, und wir sollen hier die Gegend untersuchen. Das mache ich gerade mal. Ich habe auch ein bisschen die Zeit genutzt, mich wieder in die Steuerung einzufinden. Cat Kernverschlüsselungstech, intakter bioneuraler Kern, primodidaktisches Relais-Funktion, unmittelbare forensische Systemzerlegung. Ein Netzwerkgerät, dessen Zweck unklar ist, das aber zweifellos ein Cat-Modell der Biomodularität verstärkt. Sein Wert ist immens und es birgt enormes Forschungspotenzial. Ja, das ist nett. Kann ich eigentlich Kühlmittel-Eindämmung? Okay. Ach, guck mal hier. Ich kann ja mal den Generator da scannen. Kann ich die auch? Nee. Kinetische Barriere ist als Notfalldeckung gedacht. Ja. Erhalten 100 Helios Forschungsdaten. Das ist nett. Okay, das ist komisch. Entweder bin ich zu dumm. Nach Glyphen scannen. Der Monolith. Ach ja, das ist das Riesending. Da, warte mal, was haben wir denn eigentlich an Missionszielen? Kann ich mal meinen Questlog öffnen? Das Geheimprojekt EOS. Komponentenbergen 3 von 3 Cat besiegen. Anlage 2. Haben wir eigentlich soweit alles gemacht? Warte mal. Den Technikern in Anlage 2 war bewusst, wie aussichtslos ihre Lage war, als die Cat auf ihre Siedlungsbemühungen aufmerksam wurden. Sie versuchten deshalb, eine Technologie zu erforschen, die ihnen im Kampf gegen die Cat helfen könnte. Da der Angriff jedoch erfolgte, bevor sie sie fertigstellen konnten, versteckten die Techniker die einzelnen Komponenten des Projekts, um zu verhindern, dass sie den Cat in die Hände fallen. Die Bergung der Komponenten schaltet das Projekt frei. Die Komponenten haben wir alle. Ich habe keine Ahnung, was wir damit jetzt machen müssen. Das Forschungsprojekt scannen. Achso, da müssen wir nochmal in Anlage 2 zurück, denke ich mal. Nexus. Das ist doch nicht alles von EOS, oder? Priorisierte Operationen. Ein besserer Anfang. Ja, genau, das ist das hier. Die Monolithen aktivieren. Einer von drei Atmosphärenstrahlung. Okay. Alter, sind das viele Missionsziele. Ach du Schande. Ich habe jetzt den mal aktiviert, denke ich. Genau, das wollen wir das. Ich gucke jetzt trotzdem nochmal kurz hier rein, wenn es geht. Wobei, was mache ich denn hier? Ist ja nichts mehr. Artefaktkiste. Oh, eine Kiste. Kann ich die öffnen? Nö, kann ich nicht öffnen. Ich sehe mich hier drin noch ein bisschen um, dann geht's gleich weiter. Den könnten wir auch nochmal scannen. Toter Pirscher. Ja, okay. So, was... Was stöhnt ihr denn dauernd rum? Was ist denn los mit euch? Also die Charaktere sind irgendwie komisch. Ein großes Objekt, das nicht von den Cat stammt. Unbekannte Legierung. An der Oberfläche finden sich Rückstände chemischer Reinigungsmittel sowohl der Initiative als auch der Cat. Ihrem Besitz entrissen, lautet die vorläufige Übersetzung. Kann ich das Ding... Hätte ja sein können. So, packen wir mal deinen Forschungsarm aus. Dann gucken wir uns hier ein bisschen um. Genau, der kam ja da raus, ne? Was haben wir denn hier Feines? Da ist ein Terminal, das aktiviere ich gleich. Aber hier ist irgendwie nichts mehr. Komponente? Aufheben? Ich habe eine Komponente aufgehoben, was auch immer das war. Ich habe keine Ahnung. Haben wir hier noch was? Nein? Okay, Terminal. Abspielen, Audiolog. Ein Feldlog, Pathfinder. Ausgegeben an patrouillierende Cat. Ich brauche keine Übersetzung, um zu wissen, wann ich einem Monster zuhöre. Erweitere Sprachendatenbank. Okay, nett. So, wir sollen jetzt aber zu den Monolithen. Haben wir hier echt nichts mehr zu tun? Es tut mir leid, wenn ich jetzt nochmal gucken muss. Wenn wir jetzt schon hier sind, Verbündete und Beziehungen, was haben wir hier? Verschollene Familien, Geheimnisse, Riders, Helios-Aufgaben. Helios-Aufgaben, guck mal da mal rein. Auf EOS, das Geheimprojekt. Genau, das müssen wir noch machen. Nexus, abgeschlossen. Zusätzliche Aufgaben. Die Nexus-Kennenlernung. Kennenlernen. Benennung der Toten. Leichname der Kolonisten finden und scannen. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Also, noch nicht vollständig, denke ich mal. Ich würde sagen,
Wir kehren erst einmal zum Ding zurück. Da ist ein Fragezeichen. Warum ist da ein Fragezeichen? Ach, das wird wahrscheinlich... Das liegt in dieser Richtung irgendwo. Wenn das die komplette Map ist, na dann heilige Scheiße, dann haben wir ja wirklich nur einen winzig kleinen Teil erforscht. Ich würde sagen, zurück zum Nomad. Da hinten haben wir geparkt, ne? Ich kann mir das so schlecht merken. Oder kommen wir hier auch... Kamen wir hier direkt weiter? Ich glaube, wir kamen hier direkt zu dem Monolithen. Das heißt, wir brauchen den Nomad gar nicht. Theoretisch. Weil da hinten gingen die Rampen nach unten auf den Boden und da ist ja gleich besagter Monolith. Oh, aber da springe ich nicht runter. Ja, genau, da hinten geht's runter. Warte mal, jetzt muss ich doch nochmal hier durch. Es tut mir leid. Genau, hier raus. Je mehr, desto besser, oder? Was? Oh. Scan abgeschlossen. Mehrzweck Energiegenerator erzeugt über 50.000 Kilowatt. Ja, links. Leckt es mich doch am Arsch. Ach, wir werden hier wahrscheinlich gleich wieder gegen diese komischen... wie haben sie sich genannt? Wächter? Gegen die Wächter kämpfen? Was war das denn jetzt? So. Oh, Gesundheit. Ja, Gesundheit aufgefüllt. Ja, sehr schön. So. Reliktkonsole. Das ist ein nächster Scanner. Wir haben wieder Forschungsdaten bekommen. Nett. Ich schätze, wir müssen auch den Rest dieser Dinger finden. Okay, nach den Glyphen scannen. Was haben wir denn hier? Wir haben hier zwei Leitungen, die wegführen. Eine führt da hinten längs und da hoch. Und eine schätzt... Die andere wird... Hallo? Genau, die andere führt da hoch. Die Frage ist, wie komme ich auf das Ding? Ich registriere eine Strahlenbelastung über dem Normalwert. Ja. Wir sind ja gleich wieder im sicheren Bereich. Keine Angst. Wisst ihr? Strahlenbelastung liegt im Normalbereich. Ein Datenpaket. Einige an das Nervensystem organischer Wesen oder Megaparsec-weite galaktische Filamente erinnernde Datencluster dieser Glyphe sind als äußerst wichtig markiert. Möglicherweise vorhandene Wortfragmente sind somatisch oder solipsistisch. Solipsistisch. Okay. Da hätten wir eins. Das andere, das müsste jetzt da drüben sein. Da komme ich nicht direkt drüber, ne? Machen wir kurz diesen hier. Strahlenbelastung nimmt zu. Ja, 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 ja. Du mit deiner Strahlenbelastung. Huch. Nicht wieder runterfallen. Das ist ja wie so ein billiges Jump'n'Run. Das ist Super Mario Galaxy 3.0. Wo muss ich ihn hin? Da hinten. Ich glaube, die Korra ist gerade irgendwo runtergefallen. Ah, da haben wir es ja. Damit müssten die Glyphen vollständig sein, Pathfinder. Beschreibt ein Ökosystem, das sich von niederen Bakterien zu höheren Tieren entwickelt. Okay. Zack. Okay. Jetzt pass auf. Wo stationiere ich denn mal? Einer von euch sollte bitte... Hallo? Ich komme jetzt zurück. Ja, ja, dann komm mal zurück. Wieso kann ich die jetzt nicht stationieren? Das ist komisch. Hier geht's ja aus irgendeinem Grund nicht. Okay, egal. Hey, so langsam habe ich den Bogen raus. Das hat irgendwas bewirkt. Ich sehe überall Bahnen aufleuchten. Die Monolithen resonieren. UVK-Kontakt? Tja, was auch immer passiert. Auf jeden Fall verbinden sie sich. Gute Arbeit. Machen Sie weiter. Keine Wächter? Ich meine, ich bin froh drum, aber ganz ehrlich, keine Wächter? Ach, jetzt kann ich sie auf einmal... Ja. Ich würde sagen, die Monolithe aktivieren, Atmosphärenstrahlung beseitigen.
Ich höre doch da irgendwas rasseln und rauschen und Klump und Scheiß. Wo ist denn das? Weißt du was, wir kehren jetzt besser zum Nomad zurück, bevor hier noch irgendwas Ungesundes passiert. Kann ich dich scannen? Nein, kann ich nicht. Okay. Kommt schon, Kinder. Hauen wir ab. Nee, hier hauen wir nicht ab. Hier geht's nicht raus. Da drüben geht's raus. Ich glaube, meine zwei Kameraden sind doch dezent überfordert. Guck mal. Die bleiben spontan einfach stehen. Kann ich den eigentlich noch scannen? Tatsache, kann ich. Huch! Jetzt haben sie sich daher gecheatet, geteleportiert. Geteleportiert. Ein neues Wort. So, wir fahren jetzt einfach mal direkt zum nächsten Monolith, weil ich glaube, wir haben unterwegs eigentlich nichts mehr, ne? So, bitte mal einsteigen, Jungs und Mädels. Ich guck mal ganz kurz auf die Map. Wir könnten hier noch nach Ressourcen bohren, aber... Abbauzone reich, das könnten wir uns natürlich noch angucken. Ich möchte jetzt aber auf jeden Fall zum nächsten Teil. So, ich habe den jetzt mal markiert. Uah, nicht darunter fallen. Okay. Wie war das? Da mussten wir da hinten lang. Bergbaucomputer. Nein, den kannst du mal stehen lassen. Wir sind wieder im goldenen Ödland unterwegs. Okay, die zwei, die wir aktiviert haben, die strahlen auf den. Ich möchte wissen, was passiert, wenn wir den dritten aktivieren. Forschungsnotizen. Anna Carroll. Huch. Der ist mir vors Auto gelaufen. Ich habe es genau gesehen. Jetzt sind es sogar schon zwei. Es sind mehrere. Oh. Nette Musik. Erinnern Sie sich noch, wie wir damals in der Milchstraße die ersten Daten über EOS erhalten haben? Sie meinen, als sämtliche Orte als H, gefolgt von einem Haufen Zahlen, bezeichnet wurden. Ihr Vater hatte diese Daten in seinem Büro aufgehängt. Er kannte sie in- und auswendig. Ich habe mich damals immer gefragt, wie diese Welten wohl wirklich aussehen würden. Jetzt weiß ich es. Da unten ist irgendjemand am Ballern und es sieht mir nicht nach einem Cat aus. Das heißt, potenzieller Verbündeter, das gucken wir uns an. Nomad, Geländemodus. Wir brauchen keinen Geländemodus. Wir sind Hardcore. Ah! Das sind die scheiß Roboter. Fuck. Nee, nicht mit F. Boah, die Weltraumzecken. Okay, jetzt haben wir seine Aufmerksamkeit. Lade nach. Guter Schuss. Okay, Jungs, gehen wir rein. Hat hier irgendjemand eine Granate geschmissen? Alter! Die können doch nicht... Pathfinder, die Geißel hat diese Reliktstätte erreicht. Feindliche Aktivität präsent. Oh oh. Chalirion, Säugetier, Herkunft Andromeda. Ein wildes, vierbeiniges Raubtier, das sich tarnen kann, um sich an seine Beute anzuschleichen. Das haben wir ja schon festgestellt. Reliktassembler. Hält sich bevorzugt in größerer Distanz zu seinem Gegner und in Deckung auf. Er kann mit hoher Geschwindigkeit Brecher 3D drucken und einsetzen und unvollständig. Okay, Element Zero. Okay, nehmen wir mit. So. Überreste, was ist das? Achso, untersuchen. Hüllenfasern. Keratinartige Substanz, nehmen wir mit. So, das ist natürlich scheiße, wenn die Geißel hier ist, weil lohnt sich das dann noch, EOS irgendwie zu kolonisieren? Pathfinder, in ihrer Nähe befindet sich Ausrüstung der Nexus. Das habe ich auch gerade festgestellt, danke für die Info. Was bist du? Explosive Materialien, okay, machen wir einen großen Bogen drum und... Alter, ein Datenpad.
Forschungsnotizen Anna Carroll. Wir sind in einer kleinen Gruppe von der Nexus aufgebrochen, um als Pioniere auf Eos zu landen. Die meisten meiner Leute wollen schon wieder zurück, aber ich bin entschlossen, zumindest etwas Gutes für die Initiative zu tun. Ich habe diese Ruinen entdeckt. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, aber ich werde sie weiter erforschen. Wer auch immer das hier gebaut hat, könnte sich noch in Helios aufhalten. Und wir brauchen seine Hilfe. Nichts ist so, wie Jean Garson es sich vorgestellt hatte.